Denken Sie zum Beispiel an das Management von großen Mengen von Menschen. Das kann man heute eigentlich nur noch in solchen instrumentierten Umgebungen machen. Wir haben das für die Lord Mayor Show in London gemacht. Wir haben es bei der Olympiade dort gemacht. Wir haben es bei der Krönung des Königs in Holland gemacht. Wir verteilen dort Apps, sodass wir die Menschen, die dort sich bewegen, so weit verfolgen können. Anonym immer, nicht den Einzelnen, aber die Masse, dass es eben nicht zu Unfällen, wie wir es in Duisburg erlebt haben, kommen kann. Ja? Oder eben auch vorzeitige Warnung, Achtung, die U-Bahn-Plattform ist jetzt überfüllt, Sie müssen auf eine andere U-Bahn-Station gehen. Also dieses Crowd-Management, wie man sagt, ist immer stärker. Wir haben jetzt für die Fußball-Weltmeisterschaft gerade den Auftrag erhalten, das in Brasilien auch durchzuführen, damit es dort nicht zu chaotischen, auch Panik, Massenpanik kommen kann.